lasciata fare, coscio vino da e figlie schiccano πράγματα τρελά. Wenn Sie sich den Inseln von Chur aus mit dem Boot nähern, spüren Sie eine Welle der Gelassenheit und Entspannung. Dieses malerische Stück griechischen Landes hat ein reiches historisches und kulturelles Erbe und ist der ideale Urlaubsort. Chur aus Insel, Attika, Argosaronischer Golf. Diese grüne griechische Insel hat 4000 Einwohner und eine Fläche von 31 Quadratkilometern. Sie ist 1,5 Stunden mit dem Tragflügelboot von Piräus entfernt und nur 10 Minuten mit der Fähre von Galatas. Einem Dorf an der peloponnesischen Küste. Poros ist nicht nur im Sommer ein beliebtes Wochenendziel. Die Stadt liegt an den Hängen eines Hügels und ist das Zentrum der meisten Aktivitäten auf der Insel. Der Glockenturm ist das Wahrzeichen der Insel. Erbaut 1927 am höchsten Punkt der Hauptstadt. Die Aussicht ist atemberaubend und die Kletteranstrengung wert. Gehen Sie den Boulevard am Meer auf und ab. All diese Kombination aus Yachten, Fischerbooten, Cafés und Restaurants sowie den typisch griechischen Villen wird Ihre Sinne beruhigen und Ihr gesamtes Erlebnis entspannen. Und noch etwas mehr. Poros ist vielleicht die einzige Insel mit männlichem Namen in griechischer Sprache. Topstrände. Monastiri-Strand. 4 Kilometer östlich von Poros Stadt. Der vielleicht schönste Strand der Insel, benannt nach dem Kloster Zoodokos Pigi mit Blick auf diese atemberaubende Bucht. Nachdem Sie sowohl den Strand als auch das Kloster besucht haben, werden Sie feststellen, wie erfrischend das für Ihren Körper und Ihre Seele war. Russischer Buchtstrand. 4,5 Kilometer westlich von Poros Stadt. Diese malerische Bucht hat goldenen Sand, klares Wasser und ist gut vor Wind geschützt. Es ist der Ort, an dem russische Schiffe anlegten, um der griechischen nationalen Revolution im Jahr 1821 zu helfen. Liebe Buchtstrand. Ein entzückendes und charmantes kleines Paradies, 4 Kilometer westlich von Poros Stadt. Befreien Sie sich im türkisfarbenen Wasser und verlieben Sie sich in das Leben. Kerolimenas Strand. Abgeschieden und ideal für Nudismus.
Um es zu erreichen, müssen Sie einen mittelschweren Weg gehen. Parken Sie Ihr Auto oder Fahrrad an der Hauptstraße, 5,5 Kilometer von Poros entfernt. Mikro- und Megalonio-Rio-Strände. Zwei wunderschöne Familienstrände in der Nähe der Stadt Poros mit Tavernen, in denen leckere Gerichte serviert werden. Askeli-Strand. 2 Kilometer östlich von Poros. Ein langer Strand mit goldenem Sand und tiefem, klarem Wasser, der Sie faszinieren wird, da er der lebendigste und lebendigste Teil der Insel ist. Vargonia-Strand. Ruhig, mit Kieselsteinen und authentisch. Hauptattraktion. Vergessen Sie nicht, neben dem Zoodokospigi-Kloster und der russischen Marinebucht, die Sie vor oder nach dem Schwimmen besuchen, das Archäologische Museum von Poros mit Statuen und Funden aus der Klassik zu besuchen. Wurzi, eine kleine Insel am östlichen Eingang des Hafens von Poros, wo 1827 eine Burg von einem bayerischen Philhellenen Eindieck erbaut wurde. Und schließlich die Herrenhäuser von Poros. Viele der Gebäude von Poros sind im neoklassizistischen Stil mit Ziegeldächern, bunten Fenstern und Türen, bemalten oder aus Stein gefertigten Wänden und Balkonen und Keramiken, die den vorderen Teil ihres Daches schmücken. Die ersten Herrenhäuser gelten seit 1463 als gebaut. Ausflüge. Galatas. Vergessen Sie nicht, Galatas, der Partnerstadt von Poros an der peloponnesischen Küste gegenüber, etwas Zeit zu widmen. Hier sind die Hotels, Tavernen und Bars eine günstigere Alternative. Elbina-Insel. Hydra-Insel. Epidaurus. Poros-Insel. Ein Top-Reiseziel in der Nähe der griechischen Hauptstadt. Kaffee. Restaurants. Unterkunft. Hat dir dieses Video gefallen? Daumen hoch! Sagen Sie uns Ihre Meinung, schreiben Sie einen Kommentar. Teilt es! Dieses Video wurde von Anastasios Grekus produziert und Sie haben gerade Ranismus Reiseguru Kanal gesehen. Kontaktiere uns ranismus@gmail.com. Vielen Dank fürs Ansehen und Abonnieren für weitere Videos, Reisetipps, Abenteuer und einzigartige Landschaften.